So, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Final Fantasy 9. Ja, jetzt geht's wieder weiter und wir sind jetzt nun beim Liefers endlich angekommen. Jetzt geht's halt ins Innere und dort wird es alles andere als leicht. Obwohl wir uns eigentlich noch relativ gut geschlagen haben, finde ich, könnte es sein, dass es vielleicht bald einen Boss gibt, der mir das Leben ganz schön schwer machen wird. Denn ich habe letztes Mal schon mal erwähnt, dass ich vorher bei diesem Boss immer leveln musste, weil ich immer vorher sonst gestorben bin. Also quasi pre-leveln. Und ja, da, ich glaube, da bin ich immer an den Boss dann nachher mit Level 28 bis 30 erst an den Boss rangekommen. Also wo alle Level 28 bis 30 waren. So viel habe ich vorgelevelt, weil ich es sonst nie geschafft hatte. Muss allerdings dazu sagen, dass ich da auch um einiges jünger war und keine Erfahrung mit solchen Spielen hatte. Mal schauen, wie es heute wird. Ich schätze mit ungefähr durchschnittlichen 10 Leveln weniger. Das ist ja recht beeindruckend hier. Wer das wohl alles gebaut hat? Komm schon, hier drüben. Sag mal, geht's noch? Wie könnt ihr alle nur so schnell auf diesen rutschigen Wurzeln laufen? Du bist echt so tollpatschig, wie du aussiehst. Der Ort hier ist nicht gerade einladend, sieht nicht gerade einladend aus. Vielleicht überlässt du lieber uns Erwachsenen den gefährlichen Teil. Ja, das finde ich jetzt nicht so fair. Nein, nein, ich werde es schon schaffen. Ich muss es schaffen. Na gut, aber dann bleib immer dicht hinter Aiko, verstanden? Danke. Aiko, was ist das hier für ein Ort? Aiko ist auch zum ersten Mal so weit ins Innere fortgedrungen. Deswegen weiß ich es auch nicht. Verstehe. Hier sieht es ja auch schon alles, hier sieht ja auch schon alles sehr uralt aus. Hat das gerade geleuchtet? Nochmal anfassen. Ah. Lieber Aiko fragen. Was denkst du, Aiko? Aiko würde sich wahrscheinlich einfach mal draufstellen. Gut, ich werde mal draufsteigen. Sie dann? Locker bleiben, Leute. Probieren geht über Studieren. Wow. Da, es kommt wieder hoch. Ich denke, es ist relativ sicher. Ich werde einfach mal ganz hinunterfahren. Wenn nichts ist, dann sage ich euch Bescheid und ihr könnt nachkommen. Aiko kommt jetzt mit. Ich werde auch mitkommen. Und ich auch. Also gut, dann gehen wir alle gemeinsam. Das sieht richtig übel aus. Oh, ist da oben eine Truhe? Kann das sein? Aber wie soll ich denn da oben drankommen, ja? Warte, hier ist was. Drücken, da steht was hervor. Okay. Ah, ja. Eine Phönix, ja super. Für den ganzen. Jetzt gerade aber kommt was Besonderes raus. Und hier eine High Potion, okay. Achso, okay. Da komme ich dann darüber, da, so da.
Nochmal ein paar Truhen. Lamia-Flöte. Oh, schön. Allheilmittel. Mal gucken, was die Flöte so kann. Perseus. Also auf jeden Fall besser. Nur. Ja. Das Problem ist, sie bringt mir halt noch nichts. Weil ich halt noch was am Lernen bin. Okay. Oben sah doch noch alles voll vertrocknet aus. Aber hier ist es ja wieder mal krass anders. Unten ist es sogar so hell, dass man fast daran erblindet. Sollen wir vielleicht da runter? Schau doch mal, Zidane. Hier ist wieder sowas Komisches. Wieder so ein Teil, das losrauscht, wenn man sich draufstellt? Als Aiko sich draufgestellt hat, hat sich aber nichts getan. Du hast dich alleine draufgestellt? Na dann wollen wir doch mal... Sollen wir alle zusammen draufsteigen? Ein Gruppentransporter. Ich glaube, da hat sich gerade was getan, als ich mich draufgestellt habe. Wahrscheinlich, weil ich... was? So schnell, da würden die doch voll runterfliegen, ey. Boah, heftig. Als das Ding plötzlich losfuhr, wäre ich fast umgekippt. Aber jetzt gleitet es völlig ohne Luftwiderstand dahin. Okay, dann ist das so gesehen Magie. Ist dieser leuchtende Staub etwa sowas wie eine Barriere? Alles klar, Lilly? Ja. Ich frage mich nur, was uns dort unten erwartet. Das werden wir wohl bald herausfinden. Genau. Aiko fragt mal Mogo. Vielleicht kann sie uns etwas sagen. Spürst du in diesem Baum liefers etwas, Gopo? Mogo? Gopo? 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 Wirklich, Mogo? Gopo? Seltsam. Aber danke. Gopo? Und? Was hat Mogo gesagt? Also, hör zu. Sie spürt unten ganz viele Lebewesen. Die Mokris sind sowas wie Feen. Sie können bestimmte Dinge fühlen. Und Mogo spürt hier drin die Existenz besonders vieler Lebewesen. Vielleicht Kuyas Handlanger? Ich verstehe noch nicht, welche Verbindung zwischen Kuya und dem Nebel besteht. Hm. Da kommt was. Okay. Geht's los. Drei Zombies. Warte mal, kann ich die nicht mit Zauber irgendwie angreifen? Vita mal auf den Zombie. Feuerer. Ausprobieren. Okay, das macht auf jeden Fall Schaden. Und dann sterben wir. Tatsächlich kriegen die Zauber von Teilheilfähigkeiten. Ja, die sind ja wohl echt schwach. Aber geben gut TP, das muss man mal sagen. Lilly hat Ability abgelernt, das hört sich gut an. Im Inneren des Baumes gibt es aber seltsame Monster. Solche hat Aiko noch nie gesehen. Hängt das vielleicht auch mit dem Nebel zusammen?
Keine Ahnung. Aber im Gargantula-Tunnel und auch im verwunschenen Wald gab es Monster, die nur dort heimisch waren. Aber wenn der Nebel hier im Baum Liefers entsteht, wieso breitet er sich dann nur auf eurem Kontinent aus? Gute Frage. Das heißt, es gibt irgendeine Möglichkeit, den Nebel zu transportieren. Es bleibt auch noch die Frage offen, wozu das alles eigentlich... Was sieht an? Was gibt's? Vivi! Warte, jetzt will ich mal ganz kurz was machen. Euer Leader hat gerade Ability abgelernt. Auch wenn es gerade ein bisschen unpassend ist. Können ja jetzt schon mal die nächste Fähigkeit geben. Wo ich sagen muss, Stärke, Abwehr, okay. Insomnia. Ich weiß gar nicht, was Insomnia nochmal war. Aber wir können es ihr beibringen. Ability Up ist aber gar nicht mal so schlecht. Urschrei, was hat das? Verhindert Schweigen. Ich weiß nicht. Ich mache jetzt Ability Up mal rein. Erhöht die verschleunigt die Aneignung von Abilities. Machen wir mal rein. Vivi hat das übrigens auch schon lange. Hätte ich auch schon länger mal machen können. Das ist übrigens for free quasi. Moment, aber auch nur, wenn er es schon kann. Das muss ich mal gerade ganz kurz checken. Ability Up. Level Up. Nein, okay, hat er noch nicht gelernt. Es ist also nicht for free. Machen wir es wieder raus. 3 Punkte hat er. 5 darf er. Also darf noch 2 einwenden. Okay, also Vivi ist nichts. Ich mache das jetzt mal gerade fertig. Sie könnte höchstens felsenfest lernen. Macht sie das auch mal. So, was haben wir hier? Er könnte Stärkebonus. Ich finde Stärkebonus richtig mächtig. 4 passt 7 Mal da rein. 7 Mal, 5 Punkte haben wir aufgebraucht. 2 sind noch zur Verfügung. Das wäre schon viele Fähigkeiten hier, ne? Pestizid, warte mal, Weihrauch. Untoten immensen Schaden zu insektenartigen Monstern. Exorzismus, Dämonen. Kannibale. Machen wir mal Untoten, das lohnt sich ja hier. So. Und sie hat. Sie hat jetzt die Ability Up, hat aber trotzdem 5 Punkte zur Auswahl. Adrenalin verhindert Stopp. Gift und Toxitus, Schweigen, Schlaf. Konfus. Effektivität der Arznei verdoppelt sich. Verhindert Schweigen. Was kann man denn nehmen? Machen wir mal Gift und Galle. Vielleicht machen die ja Giftzeug hier irgendwie so. Keine Ahnung. Kann ja sein. Sollte man ja nicht ganz so außer Acht lassen. Was geht ab, Vivi? Du schaust schon die ganze Zeit so nachdenklich drein. Sieh dann. Ich habe auch ein wenig über den Nebel nachgedacht. Kannst du dich noch an die Fabrik in Dali erinnern? Du meinst, wo die ganzen Schwarzmagie hergestellt wurden? Wer, wie, wo, was? Was sind denn bitte sehr Schwarzmagier? Sie sehen so ähnlich aus wie Vivi. Lilly. Oh, entschuldige. Es war nicht meine Absicht. Ich wollte nur... Ist schon gut. Ich weiß ja jetzt, dass ich auch so gemacht wurde. Es macht mir nichts aus. Vivi. Auf jeden Fall war diese Fabrik doch voll mit Nebel, oder? Ja, das stimmt. Und soweit ich mich erinnere, hat diese Maschine auch den Nebel eingesogen. Ja, richtig. Und auf dem Fließband wurden diese
eiförmigen Dinger transportiert. Ich bin mir sicher, dass Kuya und der Nebel und die Schwarzmagie in irgendeiner Weise alle zusammenhängen. Na, das hört sich ja richtig kompliziert an, die ganze Sache. Achtung, Monster! Okay, und der nächste Kampf. Okay, der sieht schon ein bisschen böse aus. Das sieht ja schon etwas unfreundlich aus, ja. Machen wir mal Blitzra. Ja, das ist jetzt den Untoten, da müsste sie dann ja jetzt noch mehr Schaden machen, ne? Schlag, okay. Na komm. 1700! Das trifft natürlich jetzt alles. Mit normalen Auto 1700. Okay, das knallt. Wir sind wohl bald da. Und ich dachte schon, wir kommen nie mehr an. Keine Ahnung, was uns da unten erwartet. Aber es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Mal weiter runtergehen. Jetzt komm schon mit. Oder willst du ein süßes Mädchen wie Aiko alleine gehen lassen? Hey, geht nicht zu weit weg. Wir wissen schließlich nicht, was sich hier versteckt hält. Sag mal, Zidane. Ich sehe hier kein einziges Lebewesen, von denen Mogu erzählt hat. Ich auch nicht. Aber du verspürst sie doch auch, oder? Hier spürt man das so intensiv. Da muss man kein Mokri sein. Ja, du hast recht. Ich spüre sie auch. Irgendetwas ist hier. Oh, eine riesige Harfe. Na gut. Ich gebe mal allen Leuten gerade mal einen Äther. Zidane, Vivi. Ah, das reicht. Und mal ein paar Potions. Ich glaube, jetzt gleich kam irgendetwas Unfreundliches. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber. Was das wohl sein mag? Es sieht aus wie Pflanzliches, aber es könnte auch eine Maschine sein. Eine Maschine? Wo sieht das denn wie eine Maschine aus? Nun, aber es ist auf gar keinen Fall ein natürlicher Baum. Naja, es ist schon reichlich merkwürdig, dass das Innere eines Baumes so verrückt aussieht wie hier. Ja, da muss ich sie dann recht geben. Das sieht schon sehr crazy aus. Naja, ich will nicht nach oben fahren. Ist das hier eine Truhe, ne? Elixier, den nehme ich gerne mit. So, okay. Bestimmt erstmal alle Secrets abfummeln. Brigadine, oh, was ist das denn? Das interessiert mich ja schon. Ability ab und Konterzauber. Oh. Das sieht interessant aus. Konterzauber. Das sieht mir aber sehr nach Vivi aus. Brigadine, okay. Kann also tatsächlich nur. Verstehe ich jetzt nicht. Aber egal. Dann lassen wir es erstmal so stehen. Mogu hat Angst. Sie sagt, dass dieses leuchtende Wasser lebt. Aber es ist doch so wunderschön. Sie dann wollen wir es uns gemeinsam anschauen. Gerne. Wirklich? Wirklich, dann darfst du auch meine Hand halten. Wozu denn? Ich kann auch ohne Händchen halten sehen. Es soll aber romantisch sein. Hihi. Aiko, schaust du überhaupt aufs Wasser? Ach,
Das lässt dein Gesicht noch viel männlicher aussehen, Zidane. Jetzt kann ich verstehen, wie Lily sich fühlt. Vielleicht sollte ich mich ab jetzt auch ein bisschen zurückhalten. Dieses leuchtende Wasser dort unten ist wunderschön. Ob der Nebel wohl aus diesem Wasser entsteht? Wenn der Baumlifas also die Quelle des Nebels ist, was... Tja. Ja klar, das Wasser verdunstet und wenn das so lebendig ist, ich meine, das passt ja irgendwie alles zusammen, ne? Dass hier die Quelle ist. Nein, das sieht echt krass aus, ne? Ist ja auch noch ein Item. Da bewegt sich was. Oder doch nur Einbildung? Kein Kuja weit und breit. Nicht mal einer seiner Handlanger. Oder müssen wir womöglich noch bis ganz darunter? Dort scheint ja auch der Ursprung zu sein. Zidane! Was gibt's? Mogo, sie sagt, dass von oben etwas kommt. Von oben? Lily, komm sofort hier rüber! Ah! Lily! Oh, oh, oh. Ist alles in Ordnung? Entschuldige, ich hab mich nur erschrocken. Was ist denn überhaupt passiert? Dort! Passt bloß auf! Wir sollten auch hin. Kannst du aufstehen? Ja, es geht schon. Lass uns gehen. Seht mal, die Wand bewegt sich. Ja, stimmt, als würde sie leben. Aiko, Vivi. Sieh dann, das Pulsierende der Wand wird immer schneller und schneller. Achtung! Was war das? Also nicht Kuja. Was ist das nur? Ich höre plötzlich eine Stimme in meinem Kopf. Ja, sorry, Vivi-Stimme. Hast du gerade Kuja gesagt? Wo ist er? Sein Aufenthaltsort ist mir nicht bekannt. Was bist du? Und was machst du hier? Bist du derjenige, der diesen ganzen Nebel hier erzeugt? Der Nebel wird nicht absichtlich erzeugt. Er ist nichts weiter als ein Abfallprodukt, ausgestoßen über die Wurzel des Baumes. Abfall? Seine Wurzeln erstrecken sich also bis zu unserem Kontinent, über die der Baum den Nebel ausstößt? Wozu soll das denn gut sein? Wozu dieser ganze Aufwand? Um durch den Nebel den Kampfinstinkt zu wecken. So wurde sein Kontinent vom Nebel umhüllt, um dort die Saat des Zwiespalts zu säen und erblühen zu lassen, um die Zivilisation des Kontinents zu vernichten. Nur hatte Kuja wohl das Abfallprodukt zweckentfremdet und für seine eigenen Ziele missbraucht. Für seine eigenen Ziele? Was hat Kuja vor? Er erschuf aus diesem Nebel Waffen. Eine Todesmaschine. So wie dich. Hm? Zidane, das Ding da redet mir entschieden zu viel. Darf Aiko ihn den Hintern versohlen? Warte, Aiko. Was hat es mit diesen Waffen auf sich? Kuja taufte sie. Schwarzmagier. Eine Lebensform, geschaffen aus der Finsternis des Nebels. Dann war es also diese unterirdische Anlage in Dali doch von Kuja. Meine Vernichtung würde den Nebel einstellen. Dies bedeutet, dass auch die Erschaffung dieser Marionetten nicht mehr möglich sein wird. Antworte mir, kleine Marionette des Todes. Willst du deine eigene Herkunft leugnen? Jetzt reicht's mir aber. Das waren dann wohl deine letzten Worte. Ich werde das nicht zulassen.
Vivi, ich werde nicht zulassen, dass noch mehr von meinen Freunden als Werkzeuge zum Töten benutzt werden. Genau, irgendwie ist alles ziemlich verzwickt, aber können wir ihm jetzt endlich den Hintern versohlen? Also gut, dann werden wir hier gleich dermaßen Rambazamba machen, dass Kuya sich vor lauter Angst in die Hosen macht. Der Baum untersteht seit nunmehr 1000 Jahren meiner Obhut. Noch ist der Zeitpunkt allen Endes nicht gekommen. Eine Störung wird nicht geduldet. Und meine Vernichtung wäre sinnlos. Na gut, okay. Aiko hat's eilig. Der dicke, lustige Baum hier. Der wird wahrscheinlich feueranfällig sein. Dann werden wir auch gleich mal in den Hintern versohlen. Im wahrsten Sinne. Erstmal beklauen einmal. Analyse. Feuerer. Verfehlt, ja super. Und dann werden wir Fenrir rufen. Ich weiß nicht, ob das Klauen jetzt funktioniert hat. Scheiße. Ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet. Hat Feuer gefangen. Stammt, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Feuerblütentanz, was ist das denn jetzt? Oh, das war nicht gerade wenig. Mal gleich mal heilen. Roll der Natur. Mal Gemach. Oh, so viel Schaden macht die jetzt aber auch nicht. Feuerblütentanz schon wieder. Hallo, ich wollte gerade erst... Zwei schon... Nee, was ist denn jetzt los? Du hast schon zwei tot. Magierkutte. Ogerstock. Okay, ein Item haben wir auf jeden Fall geklaut. Okay, dann machen wir jetzt, müssen wir jetzt hier mal gucken. Phönixfeder auf Aiko. Feurer, okay. Vielleicht zwei Leute tot, ey. Was geht denn hier? Da kam es so schon los. Phönixfeder auf Vivi. Ich hoffe, ich habe jetzt hier richtig gemacht. Aiko und Vivi, ne? Bitte keine AOE-Attacke hier. Vitra auf die ganze Gruppe, komm. Senfbombe, oh, was ist das denn jetzt schon wieder? Okay, Vivi, Aiko ist bestimmt tot. Was hat der denn jetzt? Allheim, ach, der hat bestimmt jetzt Tobsucht. Ah, der ist schon tot, ah, super. Hier läuft gerade alles schief. Aiko wie Phönixfeder, Heilmagie, Vitra auf alle, komm. Müssen alle hochziehen. Ah, Gott sei Dank geht der Zauber durch. War super. Gut gemacht. Jetzt klauen. Schockwelle. Dann macht er diesen Feuerblütentanz nicht mehr. Ich muss jetzt gerade überlegen. Also ich mache noch einmal Vita auf alle. Ogerstock geklaut. Schön, das ist super. Dann einmal Feurer hinterher. Machen wir mal Shell auf Lili, falls du nochmal hier auf diese Scheiße kommt. Feuerblütentanz. Oh nein. Das ist so übel. Dann noch einmal klauen. Ich kann ja noch mal klauen. Ich kann zu Glück mit klauen gerade. 1102. Oh, wäre nicht schlecht, wenn ich den so schaffe. Nochmal Feuerblüten. Hä? Also, ich darf ich mal was sagen? Na super.
Ja, super, jetzt mach die Shell, er war klar. Na, hoffentlich überlebe ich das jetzt noch. Diebstahl ist auf jeden Fall fehlgeschlagen. Senfbombe. Oh Gott. Allheilmittel auf Lilly. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Und Vitra, Zauber. Verfehlt, super. Okay, also es macht, glaube ich, irgendwie Schaden. Oh nein. Halbwegs die Gruppe hoch. Komm, hier zwei Leute. Also es macht wahrscheinlich irgendwie einen Dodge-Schaden oder so, diese Feuersache. Diese Senfbombe. Ein gewisses High Potion auf Sidan. Oh nein. Vitra. Verdammt, verdammt, verdammt. Warte mal, ich muss erstmal einen retzen. Mit Sidan retzen. Jetzt Heimarie. Nein, nicht einzeln. Oh. Ach Mann. Ich mache hier einen Mist, ey. Ich wollte eigentlich die Gruppe heilen. Jetzt habe ich mich selber einzeln geheilt. Super. Also momentan mache ich hier nichts Gutes. Okay, jetzt wird bestimmt einer sterben. Was? 600? Warum so viel? Hey, wie viel Schaden macht der? Okay, Vitra. Phoenixfeder auf Vivi. Elixier, mal. Komm, Elixier auf Aiko. Mana tanken. Und dann nochmal hinterher. Den Heilzauber. Okay, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen improvisieren, ey. Also ich glaube, wenn ich irgendwie. Ich glaube, der macht Feuerblütentanze und irgendwas mit Feuerer. Habe ich irgendwie das Gefühl, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, irgendwas hat das damit zu tun. Ich mache jetzt einfach mal Gemach, um den mal zu verlangsamen, ey. Schockwelle. Noch ein Vita-Zauber hinterher. Normaler Angriff. So. Rufen. Der nur Fenrir, ne? Genau. Verfehlt, super. Ich bewahre die mir gerade auf, damit ich zur Zeit auch noch Pri heilen kann. Boah, ist das knapp. Verfehlt? Warum treffe ich den nicht? Feurer. Machen wir mal Eis rein. Vielleicht kann er damit Eis gut Schaden machen. Dann hauen wir mal Ramu raus. Machen wir hier Zidane. Machen wir mal volle Offensive hier. Feuer gelöscht. Ah, ich verstehe. Feuerblütentanz. Ich habe verstanden. Stimmt, der war ja am Brennen, ne? Da war ja was. Jetzt machen wir den mal richtig einheizen hier. Fenrir noch hinterher. Und dann einmal Blitz. Es geht aber eigentlich. Vita. Angriff. Komm, 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 komm. Groll der Natur. Da werde ich jetzt weghauen.
Er hat doch schon so viel Schaden gegessen. Dieses Feuerblütentanz, das kann mich killen. Deswegen werde ich davor halt aufpassen. ...1300, das ist schön. Schön gemacht. Guter Schaden. Okay, Eisra. Technik, was haben wir denn eigentlich überhaupt alles? Physischen Schaden, okay. Na komm. Verdonnerung, ja. Zam! Oh, down! Krass. Tatsächlich geschafft. Wow, ich hab's geschafft, ey. So. Nicht schlecht, aber das war ziemlich knapp. Wobei ich sagen musste, man weiß, dass man mit dem Feuer, dass man sich da selber fast killen kann, dann, ja. Wenn man das weiß, dann ist er noch ein bisschen leichter. Aber das ist gar nicht mal ohne gewesen jetzt gerade. Hier geht alles vor die Hunde, abhauen. Schaut nur, wie schön sich der Himmel aufgeklärt hat. Jetzt sieht auch der Baum richtig schön aus. Es ist auch der Nebel von eurem Kontinent verschwunden? Ich denke schon. Die Wurzel allen Übels haben wir ja quasi ausgerissen. Jetzt müssen wir nur noch auf Kuyas nächsten Zug warten. Vivi? Sieh dann, habe ich das Richtige getan? Ihr habt doch auch alle gehört, dass die Schwarzmagier aus dem Nebel erschaffen werden. Als ich das hörte, wurde mir bewusst, dass auch jetzt in diesem Moment Schwarzmagier erschaffen werden, deren Lebenszweck nur der Krieg ist. Da wollte ich das einfach nicht wahrhaben. Ich wollte das alles endlich beenden. Und jetzt? Jetzt werden keine mehr von ihnen erschaffen. Ich habe irgendwie Angst, dass sie mir das übel nehmen. So ein Unsinn. Also, hör zu. Du musst dir selbst gegenüber immer ehrlich sein. Denn keiner von deinen Freunden wird von dir erwarten, dich selbst anzulügen. Denkst du, sie werden das verstehen? Na klar, es sind doch deine Freunde, oder nicht? Was hast du, Mogo? Moko? Aiko! Was machst du denn hier? Was ist passiert? Nein, das kann nicht sein. Gut, ich kehre sofort zurück. Dann gehe ich schon mal zurück und gebe den anderen Bescheid, Kupo. Ihr wollt hier auf Kuya warten, oder? Sieh dann. Eike muss ganz schnell zurück ins Dorf.
Eiko, warte, was ist denn jetzt wieder los? Unser Dorfschatz wurde von jemandem geklaut. Sieh an. Eiko, wir werden dich begleiten. Das ist wirklich nett, aber was ist denn mit Kuya? Keine Sorge, Madainsari ist ja mehr oder weniger um die Ecke. Kuya kann warten. Hui, 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 hui. Was ein Bosskampf. Eine schöne Szene, wie der ganze Nebel verschwindet. Eine schöne stillende Ruhe nach dem ganzen dröhnenden Geräuschen, nach den ganzen dröhnenden Geräuschen im Baum. Einfach nur herrlich. Gucken wir uns mal gerade noch die Abilities an. Bevor wir uns weiter auf den Weg machen. Konter, Stärkebonus. Also oben könnten wir Konter lernen. Dann können wir hier was anderes weiter lernen. Was haben wir denn hier noch zur Verfügung? Vollmond. Ja gut, aber Vollmond. Dösenthermometer. Nehmen wir das mal rein. Kann man gebrauchen vielleicht. Nehme ich mal Konter hier mit rein. Was haben wir hier? Druidenstab. Das ist fertig. Perseus Blende. Lamias Tiara ist auch schon fertig. Insomnia. Die Magierkutte. Gut, eine Autopotion brauche ich jetzt nicht unbedingt. Deswegen würde ich jetzt hier nach Stats gehen. Und da würde ich dann... Ja gut, ich lasse es erstmal. Vielleicht kann jemand anders die Sachen lernen. Barrett. Aber ganz schön schnell gelernt jetzt, ne? Donnerstock. Fertig. Zauberstock. Feurer Schlaf. Schlaf ist gut und Feurer. Feurer lernt er ja noch. Nur Schlaf eben nicht. Dann werden wir das ihm hier beibringen. Was haben wir hier? Ability Up. Ist auch fast fertig. Level Up. Ist auch fast fertig. Das schaut alles sehr gut aus. Was haben wir bei hier? Golemflöte. Felsenfest. Urschrei. Der Urschrei. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber Protoss ist nicht unwichtig. Mir Protoss rein. Zauberarmreif. Gift und alle. Seidenhemd. Hier können wir gut was lernen. Ability Up und Urschrei. Lassen wir erstmal so, wie es ist. So, ja, und in diesem Sinne möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen. Der Part ist etwas länger gegangen, aber das ist nicht so schlimm. Viel wichtiger ist, dass es, ob es Spaß gemacht hat. Und ja, ich fand das auf jeden Fall ziemlich... Ich bin ein bisschen selber stolz auf mich, weil das habe ich damals noch nie geschafft, mit dem Level den Boss zu schaffen. Und so ganz mega vorbereitet war ich jetzt auch nicht, weil ich jetzt eben nicht genau wusste, was es mit dem Feuertanz, mit dem Feuerblütentanz auf sich hatte. Von daher bin ich ganz froh, ich bin ein paar Mal dem Tod ganz knapp davongekommen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage dann bis zum nächsten Mal bei Powerplay. Und dann werden wir schauen, was denn da wirklich geklaut wurde. Und es natürlich wieder besorgen.